Hey Leute, heute geht's weiter mit meinem DC-Stapel, frisch abgestaubt. Heute zwar in etwas sommerlichen Outfit, weil es ganz schön warm draußen bei uns. Hier in Nähe Berlin sind es fast 30 Grad. Kleiner Nachtrag zu gestern, heute nämlich eingetroffen, vom Wochenende noch ein kleiner Glückstreffer. Die Iron Man Thor-Reihe 1 bis 12 für 120 Euro bekommen. Irgendwann muss man ja auch mal Glück haben, so wie der Nico immer Glück hat. Dann legen wir mal los mit den DC-Sachen. Der Anfang macht hier eine JLA-Reihe. Und zwar die beiden Hefte, die habe ich auch vom Nico bekommen. Das ist das Einzige, was ich jetzt mal rausgezogen habe, weil es einfach damit zeigt, dass ich mir dann gleich dahinter noch die Nummer 2 geschossen habe. Und so fehlt mir dann nur noch die Nummer 4 und man hat wieder mal was zusammen. Dann fehlt mir auch gar nicht mehr so viel von der JLA. Nur noch drei Bände aus den Justice League of America, den Sachen. Und dann müsste ich eigentlich fast alles haben, was jemals so zu der JLA raus. Halt, die Sonderbandreihe. Die fehlt mir noch mit Aquaman, wo es und Atlantis so. Der erste Band handelt irgendwie um Atlantis mit Aquaman was. Da fehlt mir auch noch. Das sind, glaube ich, auch nochmal 12 Stück oder so. Und dann müsste ich eigentlich alles haben. Dann Wonder Woman. Die deutsche Ausgabe habe ich auch Englisch, die Ausgaben habe es mir aber auch auf Deutsch geholt. Einfach auch, damit ich es erstmal habe in meiner Sammlung. Und ja, falls halt mal, bei mir ist es so, ich verleihe auch gerne an Freunden und Familienmitgliedern viel meine Comics, weil die meisten sich entweder die Comics nicht leisten können oder so. Und wenn dann einer mal vielleicht kein Englisch liest oder Englisch lesen will, so dass ich da halt eigentlich die Auswahl habe und das immer so weitergeben kann. Dann Batman 22, hatte ich einfach nur so günstig bei eBay gesehen. War zum Glück auch nicht so teuer, weil hinten das Cover ist ganz schön in Mitleidenschaft gelesen. Hier oben auch ganz schöner Knick in der Ecke. Da die aber so relativ schwer zu bekommen sind, habe ich mir erstmal gedacht, nach und nach kaufen und dann kann man sie ja immer noch mal austauschen. Ich sehe, dass hier Brubaker mitschreibt. Interessante Sache. Dann kommen wir mal wieder was zu Aktuellem. Und zwar Superman Heft 2. Hat ja auch gestern der Creighton mit vorgestellt. Wie gesagt, bin ich seiner Meinung. Interessantes Cover, weil hier steht, wer kann Clark Kent noch retten? Und wir wissen, wie Al Creighton gesagt hat, Superman ist ja Clark Kent. Weiß ja eigentlich jeder. Dann hat er auch gestern vorgestellt, Detective Comics 2. Sage ich mir jetzt auch nicht so viel zu. Dann haben hier Batman The Dark Knight 3, Heft 7 von 9. Interessantes Cover, finde ich ganz cool. Bin ich gespannt, wie gesagt, ich lese erst, wenn ich alles komplett habe. Und zwei Ausgaben sind es noch. Ich bin wirklich gespannt, was die Serie mit sich bringt. Dann Superman, Sonderband 1. Und den habe ich jetzt am Wochenende schon gelesen. Sehr coole Geschichte. Da hat heute der André von Team Comics Fan 86 auch eine Review zu hochgeladen. Ich habe da meinen Kommentar drunter gelassen, weil ich fand eine Stelle sehr merkwürdig, wo das ominöse Missgeschick passiert, dem kleinen Jonathan. Und das irgendwo dann noch halb gut geheißen wird, ja. Wo ich mir dachte, was ist mit euch los, ja? Aber wie gesagt, um das rauszukriegen, lest es selber. Dann habe ich mir noch DC Rebirth ein Variant-Cover geholt, weil mein normales ist leider hier kaputt gegangen, wie auch immer. Und das Metallic-Cover gibt es ja gar nicht mehr. Und dann dachte ich, ich hole mir wenigstens das, damit ich einfach auch ein ganzes Heft in der Sammlung habe. Dann haben wir Deathstroke, die Serie habe ich auch schon im Internet gelesen, soll richtig cool sein. Soll sehr stark sich entwickeln und einer mit der besten sein. Viel hört man jetzt, dass, also so habe ich heute gelesen, dass Superman, Flash, die werden halt gut von den Lesern angenommen, aber die soll sich wohl sehr gut entwickeln, die Serie noch. Das habe ich aus verschiedenen Internetforen, die Leute, die sich halt schon mit den US-Heften weiter voraus sind. Da hört man eigentlich auch nur Gutes über die Serie. Dann gleich hinterher natürlich Flash. Ist ja auch schon am Dienstag Heft 2 rausgekommen.
Hat der andere ja auch vorgestellt. Bin ich mal gespannt, ob meine Findungen auch so sind wie seine. Ist, muss ich wirklich sagen, leider habe ich von den New 52 Flash-Sachen nichts. Ich steige hier mit Flash ein und bin gespannt. Hab bis jetzt noch gar nichts von Flash. Ist mein erstes Flash-Comic. So, und dann bin ich großer Fan von dieser Serie Injustice. Da habe ich bis jetzt eigentlich alles gelesen und muss wirklich sagen, grandios. Zwar schwächelt es ab Jahr 3 ein bisschen, hier sind wir schon bei Jahr 4. Da habe ich noch Band 1 noch nicht gelesen, weil ich das auch gerne so habe, dass ich das zusammenlese. Jetzt sieht so aus, dass immer pro Jahr nur zwei Bände rauskommen, weil hier hinten wird schon der nächste Band angekündigt und das ist dann schon Jahr 5. Bin ich gespannt, ob die Serie sich so stark weiterentwickelt. Dann Hal Jordan und das Green Lantern Corps. Auch eine schöne Sache. Was noch nicht den Weg zu mir gefunden hat, ist die andere Green Lantern Serie. Finde ich auch interessant, was ich darüber gehört habe, weil die soll ja auch so ein bisschen politisch angehaucht sein, auch gerade mit den Herkünften der Green Lanterns. Da freue ich mich auch drauf. Ich mag das immer, wenn so ein bisschen politisches auch Thema mit drin ist und ein bisschen Bezug noch hat, finde ich gut. Jetzt kommen wir zu einer kleinen Rarität, die ich mir gegönnt habe. DC Monster Edition 1. Dieses Joker-Event wird ja von manchen hochgelobt und von manchen ja, nicht. Und hier geht es darum, was würde passieren, wenn der Joker einen Gehirntumor hätte. Ich bin gespannt. Das Schöne ist auch wieder, wie gestern schon gesagt, dass das ist auf so ein Altpapier gedruckt. Und das finde ich zehnmal geiler als so eine Hochglanzseite. Man muss dazu sagen, das wird auch relativ hoch gehandelt. Ist auch die einzige DC Monster Edition. Es gibt keine weiteren. Warum eigentlich nicht? Dann kommen wir ein bisschen was zu was Älteren. Um da auch irgendwann alles komplett zu haben. Batman präsentiert Sonderband, einmal Bane. Finde ich sehr interessant. Ist auch ganz cool gezeichnet. Bin ich gespannt. Gibt es noch einen zweiten Band? Den habe ich schon. Das soll ja so ein bisschen die Herkunft von Bane auch nochmal erläutern. Ja. Dann habe ich ja Azrael vs. Bane. Spielt ja alles mit der Batman-Heft, Dino-Heft-Serie zusammen. Und zwar ist das ein Prälude zum Inferno-Event. Da bin ich gerade dran zu lesen. Habe jetzt die Seuche durch. Jetzt kommt ja dieser Time Warp-Schuber. Der mit den Deadman-Sachen, da bin ich gerade, ist ein bisschen ermüdend, aber ganz cool. Das fand ich ganz cool, da war ich eine Zeit lang, weil ich beruflich in Magdeburg zu tun hatte, da war ich da auch in den Comicladen drin und die haben zu dem Zeitpunkt ein Gratisheft einfach so verteilt mit vier Stories für Rebirth drin. Fand ich eine coole Sache, von Panini sowas mal rauszuhauen. Jetzt habe ich heute beim Anlesen unter dem Gratis-Comic-Tag, dass die Comics-Läden dafür Geld bezahlen. Habe ich gar nicht gewusst. Natürlich habe ich auch was in dem Comic-Shop gekauft. Mache ich eigentlich immer. Also ohne irgendwas zu kaufen, komme ich nicht aus dem Comic-Shop raus. Und unterstütze auch gerne die Händler vor Ort. Dann habe ich mir noch Heft 2 von der Batman-Reihe, von der ersten Panini-Reihe. Wie gesagt, da fange ich jetzt langsam an zu sammeln. Finde ich aber schwerer zu bekommen als manch andere Sachen, die in Batman. Also die sind schon recht schwer zu bekommen. Ich gucke da auch öfters mal nach. Ich bin auch so, eigentlich möchte ich nicht so wild durcheinander kaufen. Gut, jetzt die 22 habe ich halt so gekauft, weil ich sie gerade gesehen habe. Aber eigentlich versuche ich das auch immer so leider nach und nach zu kaufen, also dass ich 1, 2, 3, 4, 5 habe und nicht wild durcheinander. Manchmal natürlich, wenn ein gutes Angebot ist, dann muss man halt dazu schlagen. JLA Heft 5, weiß gar nicht. Damit müsste es auch beendet sein. Also hier ist kein anderes Heft weiter angeteasert, ist ja von Hitch.
bin ich gespannt, dass ich das jetzt lesen kann. Da ich ja, wie ich schon gerade erwähnt, ein großer Justice League-Fan bin, wird es auch gar nicht so lange dauern, dass ich das lese. Dann in Magdeburg gekauft habe ich mir auch noch Suicide Squad Variant Cover von Jim Lee gezeichnet. Finde ich ganz cool gemacht. Der dann ja auch in die Serie einsteigt, wie wir gleich auf Heft 2 sehen. Da ist er. Schon aufgeführt. Das Rebirth Special hat mir eigentlich ganz gut gefallen, das für 2,99. Deswegen bin ich eigentlich auch in die Serie eingestiegen. Bei Batman bin ich eigentlich da leider noch ein bisschen hinterher und bin da noch gerade am New 52 lesen. Bin da gerade beim, wo Commissioner Gordon noch der Batman ist. Aber ja, meine Lesestapel sind unermesslich. Also zurzeit versuche ich eigentlich immer das zu lesen, wo ich gerade so ein bisschen Bock drauf habe. Wenn mich das eine langweilt, versuche ich irgendwo mal kurz so was anderes zu lesen und dann da irgendwie weiterzukommen. Dann Batman 1 Rebirth, wo die beiden Gothams eingeführt werden. Und auf Heft 2 sehen wir schon, dass es da ordentlich zur Sache geht. Auch da habe ich mich nicht groß spoilern lassen, aber ich habe gehört, dass es da noch sehr, sehr heiß zugehen soll und so einige Wendungen mit sich bringen sollen. Dann haben wir noch Detective Comics, Heft 1 natürlich. Justice League, Heft 1 vom Rebirth. Da finde ich auch, dass der Superman hier irgendwie recht jung aussieht. Also ist es schon der alte Pre-New 52 Superman oder ist es noch der alte? Ich finde, er ist halt relativ jung gezeichnet. Dann dazu Heft 2. Da habe ich noch das Special zum Superman und Heft 1. Und Harley Quinn 1, auch Rebirth. Bin ich mal gespannt, ob die so. Also, die letzte Serie war ja ganz okay. Da die habe ich auch nur die ersten drei Ausgaben, weil ich dann meinen Sammlerfokus auch ein bisschen auf andere Sachen gelegt habe. Habe auch die ersten beiden gelesen, habe es dann irgendwann weggepackt. Ich bin gespannt, wie die Serie ist. Und dann haben wir noch Nightwing, auch Heft 1. Fand ja der André relativ ruhig, aber er meint, der Autor ist gut. Ich bin gespannt, Tim Sally. Hab von dem noch gar nichts gelesen, wie der ist. Was mir gut gefallen hat, was ich halt schon gehört habe, ist halt, dass der Rat der Eulen dann so ein bisschen wieder drin vorkommt. Bei denen finde ich auch ganz interessant. Diese ominöse Drumherum. Und das letzte von diesem großen Stapel ist Aquaman. Habe ich eigentlich auch schon die englischen Hefte, aber da verhält sich wie bei Wonder Woman einfach, dass ich beides habe. So, das war's für DC. Dann kommt bald noch das, was ich noch von dem Nico gekriegt habe. Das ist auch noch ein kleiner Stapel. Und alles, was so an Hardcover Collection Sachen rauskommt, kommt dann auch noch die nächsten Tage. Bis dahin, bis denn.